Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Minecraft Let's Play. Und heute mit den Fancy Graphics. Und ich hoffe, dass diese die Aufnahme nicht zu sehr beeinträchtigen. Bisher habe ich ja auf Low gespielt, doch ich dachte, es wäre doch cool und es stört wahrscheinlich auch nicht so viel, wie ich vorhin erwähnt schon mal gemerkt habe. Und das finde ich cool, denn die Wolken, die haben wirklich gefehlt. Bisher. Und ja. Heute machen wir weiter. Das Hinterzimmer ist fertig. Ich habe noch ein Bild hingetan, ja, so. Okay, nicht ganz fertig. Könnt ihr noch. Ja, es ist noch nicht fertig, meine ich natürlich. Und wir brauchen aber als letztes Stein. Ich schau noch hier. Hier drauf muss noch ein. Erde. Eine Erde kommen. Dann kann ich hier die Wand auch noch aus Stein machen. Da am Boden kommt auch noch Stein und da wieder schauen. Okay, die Lautstärke muss ich noch runter. Da muss ich noch schauen, ob ich und wenn ja, was ich für eine Wand hin tue. Doch man soll den das Geheimzimmer ja nicht von außen sehen. Auch wenn es dann sicher jeder kennen würde und so. Aber es macht mir einfach Spaß, so ein Geheimzimmer zu bauen. Also mache ich das halt auch so. Okay, hier können wir auch noch. Da fällt es sicher nicht so auf, wenn da zwei Blöcke Erde mehr drauf sind. Und hier auch nicht eigentlich, weil da ist eigentlich ein Krater vom Creeper. Okay, jetzt muss ich nicht das so auffüllen, sondern eins höher. So. Dann können wir auch noch gerade gleich den Krater hier auffüllen. Und das halt das Gelände echter aussehen lassen. Ja. Ich mache jetzt wieder den Krater. Ich wollte sagen, ich kann nicht bis ganz hinten Blöcke platzieren. Da so. Okay, es wird Nacht. Ich gehe dann wieder schlafen, denn ich will ja nicht unbedingt gegen die Zombies kämpfen. Obwohl, bald könnte ich mal wieder, weil das macht ja eigentlich Spaß. Okay, dann muss ich noch auffüllen, weil sonst können ja noch Monster drin spawnen. Okay. Beeinträchtigt das Schlafen nicht besonders, also kann ich das doch lassen. Das in der Nähe ist ja kein Bett und so. So sieht das cool aus. Oder jedenfalls echt aus. So. Nicht unbedingt echt, aber noch annehmbar. Da hier muss ich ja vorne zutun. So, da auch so. So. Und dann ist das doch ein schöner Aufstieg. Hab ich da noch etwas freigelassen? Nö. Okay. Dann gehe ich jetzt schlafen. Mir ist auch aufgefallen, okay, bei den Fancy Graphics ist auch die Steuerung da. Mit dem Rundschauen und so. Ist die viel empfindlicher. Okay, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich das Mikrofon verdeckt habe. Und jetzt will ich. Oh. Nö. Mache ich das halt so. Will ich nämlich die Ausrichtung ausrichten. Nö. Okay, so. Was habe ich. Nein, nein, nein! Was habe ich getan? Okay, tue ich schnell hin. Okay, nein, ich gehe erst jetzt schlafen. Sonst wohnen die noch da in meinem Hinterzimmer. Und weiß nicht was. Und dann, sonst kann ich. Okay, ich kann schon jetzt nicht schlafen gehen. Ich habe übrigens auch gemerkt, dass fast immer,
auf ein Dach Spinnen drauf sind. Und ja, finde ich halt nicht so cool. Denn fast immer eine Zeit lang waren die ganze Zeit einfach zwei Spinnen. Die waren einfach die ganze Zeit zwei Spinnen waren da drauf. Okay, Wackeln hinsetzen. Spätestens jetzt müsste man ja, damit hier keine Monsters bohnen. Das andere Bild tue ich auch hin. Oh, aber das ist nicht das Schöne. Schön ist das mit dem großen da grünen Slime, genau da. Dieser meine ich. Dies finde ich cooler. Am Anfang habe ich ja auch diese zwei Bilder da nicht unterscheiden können. Kann ich jetzt. Zum Glück. Jetzt versuche ich nochmal zu schlafen und wenn da nicht immer noch nicht kann. Okay, ich halt ein paar Zombies killen. Ja, mit der Axt. Ich habe ja eigentlich fast keinen Cobblestone mehr, auch für die. Oder gar keinen für ein neues Schwert. Wo ist das, Max? Ah, sicher unter dem Haus. Ja, genau. Okay, du kleiner. Oh Mann. Hilfe! Stirb, stirb! Ja! Okay. Hallo Schaf. Ich gehe wieder rauf. Übrigens habe ich mir eine lustige, hatte ich eine lustige Idee. Ich komme nicht rauf. Und zwar bei Let's Plays, die ich im Multiplayer mache, könnte ich doch jedes Mal einen neuen Skin gebrauchen für meine Kollegen. Ich hab gerade ganz viele heruntergeladen, die ich dann dazu tun kann. Warum gehe ich runter? Ich will doch schlafen gehen. Ja, jetzt geht es. Und eben, ja, hatte ich da ein paar coole Skins, die ich auch euch unbedingt zeigen möchte und auch zwei selber gemachte Skins. Und ja, dann muss ich jetzt reingehen. Ich mache kurz diese Spitzhacke fertig. Und ich habe mir überlegt, ich will doch nicht unbedingt nach Plan meinen oder jedenfalls einen eigenen Plan machen. Denn das Netz da zum Diamanten finden, man findet schon fast sicher Diamanten, doch es ist einfach so, dass es ziemlich lange geht, bis man Diamanten findet. Und ich denke, man hat eigentlich fast die gleichen Chancen, wenn man dann so meint, wie ich jetzt gerade vorschlagen will. Und zwar habe ich jetzt einen Gang gemacht in eine Richtung. Und jetzt tue ich einfach in beide Richtungen, also in beide Seiten von diesem Gang, weitere Gänge machen. Also will heißen, dass hier, das ist ja eigentlich, da war die Diamant. Oh, jetzt komme ich nicht rauf, so. Das ist das. Grafikfehler. Ah nein, das ist einfach Schatten. Okay, da. Und jetzt tue ich einfach alle zwei Blöcke auf den Seiten so. Eingang, ein Graben. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okay. Fackel hin, sonst seht ihr nichts. 14 und 15. Okay, und dann immer etwa 15 Blöcke, denke ich. So, dann hätten wir doch noch ein paar Fackeln machen mit der Kohle hier. Ich habe ja nicht sehr viele mitgenommen, leider. Und die Spitzhacke ist auch schon fast fertig, eigentlich. Okay, aber diesmal stimmt es also. Das Redstone grenzt an die Kohle. Habe ich jetzt gerade gemerkt. Und dann ist noch Eisen da. Oh, schön. Das ist doch mal schön. Und noch mehr Eisen.
noch schöner. Oh, ganz viel Eisen. Am schönsten. So, noch. Ist da oben noch? Nein. Wenn das nur 4 Blöcke waren, dann... 5. Ah, gut. Okay, nicht ein großer Unterschied, aber gut, 5. 6, 7. Das waren nur 2 Eisenblöcke. Schön. Ich meine Eisenerze. Sehr schön. Jetzt ist die Spitzhacke dann auch gleich fertig. Okay, fertig. Dann gehe ich wieder auf. Mit ein paar Rohstoffen mehr. Oh, beleuchten sollte ich noch, damit dann keine Monster spawnen. Oder habe ich da schon alles beleuchtet? Hier, nein, da vorne ist es. Hier. Ja, und... Oh, hier spawnen sie fast sicher. Und ja, der Rest ist gut beleuchtet, denke ich. Hier können sie zwar auch noch vielleicht, aber keine Ahnung. Und dann killen wir die einfach. Ich sollte dann auch mal so einen geraden Aufstieg machen mit den Leitern. Das wäre dann viel einfacher und schneller auch. Ich finde es schade, dass es in Minecraft Pocket Edition noch keine Wassereimer gibt. Da Wasser schon sehr praktisch ist für viele Sachen. Zum Beispiel für dann so in die Mine zu gehen, könnte man einfach runterspringen und dann in Wasser springen. Damit man ungefährlich landet oder auch, ja. Oder nicht. Dann sehen wir gleich oben und den tue ich doch. Die Kohle und die Steine. Okay, das sieht nicht so natürlich aus. Ah, das ist ja auch. Das sieht nicht so natürlich aus. Das Loch kann ich ja jetzt schließen. Ah, das war für die Kiste. Stimmt. Da auch noch so 2, 3. Ja, so. Schön. Da nochmal. So, schön. Dann gehe ich die Sachen doch in den Ofen schmeißen. Och nein, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geschaut, aber ich kann mir vorstellen, dass wir mit der Zeit schon gleich um sind und tue noch kurz die Sachen in den Ofen. Aha, so machen wir das. Ah, ich hatte hier noch Stein. Warum bin ich jetzt mein gegangen? Ich hatte ja noch Stein im Ofen gehabt. Okay. Ich halt noch ein bisschen mehr jetzt. Und Glas habe ich auch. Und ja. Mache ich auch schnell fertig. Den Boden mache ich noch schnell fertig. So, fertig. War extrem viel. Und dann verabschiede ich mich hiermit. Tschüss und bis nächstes Mal. Ciao.